Drei von vier Europäerinnen und Europäern wohnen in der Stadt. Die Tendenz steigend. Damit steigen auch die Probleme. Es gibt immer weniger Platz, die Verkehrssysteme kollabieren und Wohnräume werden teurer. Diesem Trend entgegenzuwirken, ist die Aufgabe von Civitas Eccentric. Das EU-Projekt widmet sich vor allem den städtischen Randbereichen und entwickelt dort Lösungen für ein zukunftsfähiges Wohnen mit einer stadtverträglichen Mobilität. Unter dem Leitsatz Mobilität neu denken verknüpft Eccentric München eigene Initiativen und bekannte Angebote zu 11 unterschiedlichen Maßnahmen. So profitieren die Bürgerinnen und Bürger von völlig neuen Möglichkeiten, ihren Alltag komfortabler und effizienter zu gestalten. Eine Maßnahme bildet die App Luftlotse, der saubere Weg durch die Stadt. Bei der Routenplanung berücksichtigt die App Luftqualitätsmessungen und warnt Radfahrer und Fußgänger vor hohen Abgasbelastungen. Den Nutzern werden dann alternative Wege durch Areale mit besserer Luft vorgeschlagen. Doch das ist nicht alles. Stück für Stück soll die Anwendung zur Multifunktions-App weiterentwickelt werden. Der Luftlotse gibt den Quartiersbewohnern eine Übersicht über die lokal verfügbaren nachhaltigen Mobilitätsangebote. Zudem soll die App ihre Nutzer auf Wunsch via Push-Mitteilung benachrichtigen, wenn eine Postsendung beim örtlichen Concierge-Service eingetroffen ist. Eine Zukunftsmaßnahme, die bald schon Realität sein kann. Für jedermann.